Inzwischen ist der DAX doch etwas deutlicher unter die Marke von 13.000 Punkten gerutscht, liebe Zuschauer. Und viele stellen sich jetzt die Frage, ob die laufende Konsolidierung vielleicht sogar in eine etwas deutlichere Korrektur überläuft oder ob sich der DAX wieder fangen kann und wir bald die psychologisch auch wichtige Marke von 13.000 Punkten zurückerobern werden. Abhängig wird dies unter anderem auch sein von denen zur Veröffentlichung anstehenden Konjunkturdaten. Wir wollen jetzt schon mal einen Blick werfen auf Donnerstag, den 16. November 2017. Da geht es los, zum Beispiel um 8 Uhr am Morgen mit den Kfz-Neuzulassungen. Dann bekommen wir um 11 Uhr am Vormittag die Entwicklung der Verbraucherpreise im Euroraum. Hier die endgültigen Angaben für den Monat Oktober. In Deutschland ist ja die Inflationsrate zuletzt mit 1,6% gemessen worden. Und für den Euroraum rechnen Ökonomen jetzt aktuell mit einer Inflationsrate von 1,4%. Wir werden überprüfen, ob diese Erwartungen dann auch so eintreffen. Um 14.30 Uhr gibt es wie fast an jedem Donnerstag die Anzahl der Erstanträge auf US-amerikanische Arbeitslosenhilfe. Zeitgleich kommt der Philadelphia Fed-Index heraus, der Konjunkturindex der Notenbank von Philadelphia, der sogenannte Philly-Fed-Index. Und ebenfalls zeitgleich um 14.30 Uhr gibt es noch die Entwicklung der Importpreise in den Vereinigten Staaten von Amerika. Um 15.15 Uhr kommen weitere Daten aus der größten Volkswirtschaft der Welt. Zunächst die Industrieproduktion für den Monat Oktober und zeitgleich um 15.15 Uhr die Kapazitätsauslastung, von der Ökonomen glauben, dass sie leicht angestiegen sein könnte auf 76,3%. Also wir haben wieder allerhand zu verarbeiten. Wollen wir mal sehen, wie sich dann diese Zahlenwerke auf den Aktienmarkt widerspiegeln.